Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Kunst. Mein Name ist Christoph Waldbooth, ich bin Filmemacher und Autor und ich spreche in dieser Reihe mit jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Südtirol. Heute zu Gast ist Manuel Lavoriero. Er studiert in Wien Publizistik und ist heute in seiner Funktion als Komponist zu Gast. Und bevor wir anfangen, hören wir uns kurz eine Komposition von dir an. Das war ein Ausschnitt aus einem Soundtrack von dir zu einem Film, den ich gedreht habe, mit dem Titel Emily. Und das ist schon einige Jahre her, ich glaube 5 oder 6 Jahre. Den haben wir anlässlich unserer Matura im Jahr 2015 gemacht. Das war unser beider Matura-Projekt, genau. Genau. Eigentlich würde ich sagen, ein bisschen unterschätztes Matura-Projekt so von den Kommissionen, aber das ist eine andere Diskussion. Wie geht es dir, wenn du das jetzt in diesem Abstand hörst? Die sind nicht mehr ganz neu, diese Komposition. Was geht dir da durch den Kopf? Natürlich, wenn ich mir das so anschaue, dann merke ich, dass ich meinen Stil ein bisschen verändert habe. Dass ich weniger klassisch bin, sondern eher mehr auch Neues ausprobiere. Das ist auch gut. Jeder Komponist, jede Komponistin versucht immer wieder Neues auszuprobieren. Es kommen sehr schöne Erinnerungen in mir auf. Ich liebte die Zusammenarbeit, das war ein super Projekt, super Film, mir hat das sehr gut gefallen und ich glaube, dem Publikum hat es auch gut gefallen. Und natürlich, ich erinnere mich auch daran, wie ich damals gearbeitet habe, wie ich damals den Film zugeschickt bekommen habe und dann die Musik dazu geschrieben habe. Femme Fatale ist eigentlich sozusagen ein... Das ist der Titel des Stücks. Der Titel des Stücks, genau. Ja. Femme Fatale ist eigentlich ein Medley. Das heißt, eine Zusammenfügung von verschiedenen Themen und Motiven, aus denen ich dann diese Motive eben genommen habe für den Film. Das funktioniert auch nach diesem Leitmotivprinzip, oder? Das, genau. Glaube ich, da bist du auch ein Freund, ein Anhänger davon. Ein sehr, sehr großer Freund. Leitmotiv meint im Grunde einfach, dass Figuren, Themen, Motive jeweils ein musikalisches Thema bekommen und das dann immer wiederkehrt. Und man nicht Musik für eine Szene schreibt, sondern mehr für eine Figur beispielsweise. Genau, und das war beim Film Emily genau der Fall. Ich habe für bestimmte Themen, zum Beispiel Thema Hölle, Thema Erlösung, habe ich eigene Motive, eigene Themen komponiert, aber auch für einzelne Charaktere. Zum Beispiel für Emily, die auch Femme Fatale ist, habe ich auch ein eigenes Motiv komponiert. Ich bin ein großer Fan von Leitmotiven, weil das in meinem Lieblingsfilm Herr der Ringe sehr oft vorkommt. Stimmt. Und da habe ich mich inspirieren lassen natürlich. Da fällt es auch besonders auf, auch einfach durch die Länge, ja. Dass die Stücke halt immer wieder kommen und man das dann wirklich auch nach dem Film mit Figuren, mit Orten verbindet. Mhm. Also wenn man ans Auenland denkt zum Beispiel, dieses Auenland-Motiv. Das Hobbit-Motiv. Ja, also ist das ein Prinzip, das du auch weiter verfolgen willst? In zukünftigen Filmen auf jeden Fall. Vielleicht nicht mehr so, so stark wie in Emily. Mhm. Aber ich glaube, ein Film kann sehr viel von Leitmotiven profitieren, auch wenn man die Einfühlungsästhetik verfolgen möchte. Nämlich, dass der Zuschauer, die Zuschauerin sich dem Film hingibt und sich ganz von den Gefühlen leiten lässt. Gefühle sind ein gutes Stichwort. Musik erzeugt Gefühle, das ist kein Geheimnis. Und wird natürlich auch dementsprechend genutzt. Und jetzt kann man fragen, wie sehr darf Musik Gefühle erzeugen, gerade in einem Film, der ja jeder Zuschauer, jede Zuschauerin schaut einen Film und empfindet etwas anderes vielleicht, aber die Musik ist schon auch, macht schon einen großen Teil, trägt einen großen Teil dazu bei, dass Gefühle
im Zuschauer erzeugt werden. Mhm. Wie siehst du das? Ist das was Gutes? Bis zu einem bestimmten Grad. Wenn es zu viel wird, dann ist es so ein Overload an Gefühlen und das tut nicht gut. Ich finde, wir brauchen auch in Filmen Momente der Ruhe, wo das Bild spricht und das Bild an sich Gefühle oder auch Nicht-Gefühle erzeugen soll. Aber wenn zu viel Musik verwendet wird, glaube ich, ist das dann auch nicht der Sinn des Ganzen. Also ein guter Komponist weiß, wann er zu spielen hat, aber weiß auch, wann er pausieren soll. Wenn er schweigen soll. Wenn er schweigen soll. Ja. Schweigen ist oft gute Musik. Mhm. Ja, gerade in so Szenen, die schon an sich einen sehr starken emotionalen Charakter haben, finde ich, ist es oft überstrapaziert. Also eine Sache ist es, wenn wir jetzt von einem romantischen Liebesfilm sprechen, wo dann in der Kussszene dann die Streicher kommen und man denkt so, ah schön. Aber sehr kritisch sehe ich es beispielsweise bei sehr dramatischen Szenen, die irgendeinen Horror zeigen, einen menschlichen Horror. Ich rede jetzt nicht von Horrorfilmen, sondern beispielsweise Gewalt. Mhm. Und wenn dadurch die Musik dann noch mehr emotionalisiert wird, noch mehr gesagt wird, jetzt fühl das auch bitte, fühl, dass es schlimm ist und traurig. Ich finde, da ist es sehr viel effektiver, die Musik wegzulassen und nur Stille sein zu lassen. Und dann beispielsweise die Geräusche der Szene wirken zu lassen. Ich finde auch, Geräusche an sich können ja auch schon Musik sein eigentlich. Anders ist es vielleicht bei anderen Genres wie Musicals zum Beispiel. Das ist natürlich, da ist dann ganz was anderes. Dann ist dann alles Musik. Das ist wahrscheinlich eine Genrefrage. Ja, genau. Es gibt einen, der österreichische Regisseur Michael Haneke verwendete nie Musik in seinen Filmen. Also es gibt manchmal diegetische Musik aus einem Radio, aber er hat nie einen Soundtrack und er argumentiert das so, weil er sagt, er macht realistische Filme und laut seiner Definition läuft halt einfach keine Musik in der Realität. So, wir sind nicht begeistert von Filmmusik. Deshalb, wer den Film als realistisches Medium ernst nimmt, darf keine Musik verwenden. Das finde ich legitim. Aber wie gesagt, in einem Genrefilm, in einem Western, was wäre ein Sergio Leone-Western ohne Morricone? Ohne Morricone wäre das kein Western. Nein, ich stimme dir zu. Also bei Haneke, also zum Beispiel bei Funny Games, da würde Musik, glaube ich, dem Film diese Kälte, diesen Realismus wegnehmen. Ja. Ich glaube, anders ist es aber bei Rom-Coms oder auch bei Actionfilmen hat sich das irgendwie so entwickelt, dass das teilweise fast alles vertont wird. Mhm. Wo man dann sagt, okay, es ist dann vielleicht auch wieder zu viel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser fast schon penetrante Einsatz von Musik davon ablenken soll, dass die Inszenierung gar nicht so gut ist. Ja, eine gute Musik kann einen schlechten Film oft gut machen, aber eine schlechte Musik kann einen guten Film auch schlecht machen. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass einige Spielberg-Filme sehr von der Musik von John Williams profitieren und auch ihren Kultstatus erst dadurch erlangt haben. Ja, klar. Aber ich finde, das ist auch ein Problem, was man oft im Fernsehen sieht. Dass Szenen, da wird irgendwas drüber gedudelt, dass man ja nicht irgendwie einschläft, weil die Inszenierung so einfallslos ist. Im Kino ist es was anderes, aber gerade im Fernsehen finde ich, das sieht man das oft, wenn Krimis beispielsweise, die ja eigentlich nicht ohne Musik auskommen. Und wobei ich da nicht mal von Musik sprechen würde, das ist ja eigentlich mehr ein Zusammengemisch aus Tönen, die Spannung erzeugen sollen. Also die Musik hat eine große Macht und wir sollen auch wissen, wie wir mit dieser Macht auch umgehen. Sie nicht zu stark nutzen. Ja, das stimmt. Ja. Mal ein Beispiel, wo Musik auch super eingesetzt wird, ist bei Terrence Malick, bei Tree of Life zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan von Zbigniew Preisner. Da ist diese Szene des Universums und dann parallel dazu von einer Zellteilung. Ja. Und da spielt Terrence Malick, Lacrimosa von Preisner. Das ist fantastisch. Fantastisch. Da ist die Musik genau richtig eingesetzt. Das passt dann zur Erhabenheit. Zur Erhabenheit, zur Größe des Universums und sozusagen zeigt, wie klein wir eigentlich sind im Vergleich zur Größe des Universums.
diese große Macht mit. Und das war auch der Grund, warum ich in Emily die Orgel verwendet habe, weil ich das imitieren wollte. Also Lacrimosa verwendet die Orgel. Ja, gut, die Orgel ist natürlich ein Instrument, das sofort so was Sakrales irgendwie so ist, so was Mächtiges. Aber es wird ja oft in der Filmmusik, also Filmmusik wird ja oft dann durch klassische Musik ersetzt. Es gibt Regisseure, die das konsequent machen, auch so jemand wie Tarkowski, der sehr viel auf Bach zurückgreift. Was ich auch schon gemacht habe und auch immer interessant finde, da besteht vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man gewisse Stücke überstrapaziert. Dass dann irgendwie eine Bach-Komposition in 100 Filmen vorkommt oder ein Beethoven-Stück. Wie siehst du das? Würdest du sagen, es ist besser, also neue, originale Musik zu verwenden, die eigens für den Film geschrieben wurde? Oder gibt es Ausnahmen, wo du sagst, dass da ist vielleicht etwas schon Bekanntes passender? Ich finde, klassische Musik, man kann sich sehr gut von klassischer Musik inspirieren lassen und dann, genau wie Tarantino auf Songs eben Szenen schreibt, auf klassische Musik auch Szenen schreiben, das finde ich absolut. Ja, das finde ich super, ja. Natürlich, es ist auch gut, immer auch eigens für einen Film Musik zu schreiben und zu komponieren. Ich finde, man kann auch von beiden etwas verwenden. Also ich finde, wenn ein klassisches Stück, von dem man weiß, okay, es erzeugt einfach diese Emotionen und es hat diese Kraft und auch die Bekanntheit. Also Leute schauen sich den Film dann an und sagen, okay, das Lied kenne ich schon, dieses Stück kenne ich schon. Dieser Wiedererkennungseffekt vielleicht ist auch, kann auch sehr fördernd sein für den Film. Grundsätzlich finde ich beides legitim für einen Film. Also ich persönlich schreibe natürlich Musik, deswegen habe ich es lieber, wenn ich neue Musik schreiben darf für Filme. Aber ich finde, beides ist wichtig. Es ist vielleicht schwierig, wenn man dann ein Stück auswählt, eines klassischen Komponisten, das schon in einem anderen Film sehr prominent verwendet wurde und die Leute dann das hören und dann aber an den anderen Film denken. Also es muss nicht mehr klassische Musik, sondern auch Tarantino, wie gesagt, macht das ja oft. Da gibt es einige Lieder der Musikgeschichte, die sind so mittlerweile so stark mit ihm verbunden, mit diesen Filmen, dass man sie eigentlich gar nicht mehr verwenden kann. aber das ist halt so. Wir hatten vorhin kurz oder sagen wir so, wenn du Musik schreibst, lässt du dich selbst von Komponisten inspirieren? Im speziellen Fall, wenn du jetzt einen Film vor dir hast, gehst du dann hin und hörst dir eine gewisse Musik an, um selbst auf Ideen zu kommen? Oder startest du wirklich von null ohne irgendeinen Einfluss? Also natürlich, ich habe Musik auch studiert in der Oberschule, im Konservatorium und habe natürlich auch einen klassischen Einfluss. Das auf jeden Fall. Ich lasse mich von klassischen Komponisten inspirieren. Rachmaninow spiele ich sehr gerne auch selber. Beethoven, Mozart natürlich und Bach natürlich mit seiner Klarheit, mit seiner. Bach ist so fast schon mathematisch und das ist einfach diese Logik der Musik. Da lasse ich mich von Bach inspirieren. Von modernen Komponistinnen und Komponisten. Natürlich Hans Zimmer, ich bin mit Hans Zimmer aufgewachsen sozusagen. Ich war am Anfang ein großer Fan von Hans Zimmer und er war auch der Grund, warum ich angefangen habe, da Musik selber zu schreiben. Ich finde, wie bereits erwähnt, Zbigniew Preisner, John Powell, Ludwig Göransson, viele moderne Komponisten, die mich inspirieren. Aber klar, wenn man sich dann an ein Projekt hinsetzt, versucht man dann schon eine eigene Stimme zu finden. Eine Stimme, die jetzt fürs Projekt passend ist oder eine Stimme, die für den Film passend ist. Und da ist dann wiederum ein Austausch mit dem Regisseur, der Regisseurin vonnöten. Auch um zu wissen, okay, wie soll der Film klingen? Was will man erreichen? Was soll die Musik? Welche Rolle spielt die Musik im Film? Wo sollen wir keine Musik verwenden, wo sollen wir Musik verwenden. Und das ist dann auch eine große Inspiration, dann diese Gespräche mit den Regisseuren. Würdest du Musik schreiben, bevor du ein Bild des Films gesehen hast, das gedreht wurde? Ja, klar.
Das würde ich machen. Also das war bei Emily natürlich auch teilweise der Fall. Ich habe einen Teil dieses Medleys schon vorher komponiert, nachdem ich das Skript gelesen habe. Also wenn man schon das Skript in den Händen hält, dann kann man sich schon inspirieren lassen. Oh, okay. Ja. Aber klar, dann anpassen soll man dann, wenn... Natürlich. Ich finde, wie ist es bei dir? Also passt du den Film dann später noch an, wenn du die Musik bekommst? Oder sagst du, okay, das ist der Schnitt, den schicke ich jetzt und das soll so vertont werden? Es kommt ein bisschen auf die Szenen drauf an. Okay. Also es gibt Szenen, die sind schon so klar mit Musik konzipiert, dass man dann schon auf die Musik dann auch irgendwie, man kann die Musik dann nicht ignorieren. Wenn dann an einer bestimmten Stelle dann der Takt kommt, den man unbedingt zu dem Bild braucht, dann muss man das halt anpassen. Aber das ist in der Regel kein Problem. Aber ich finde das Prinzip, dass man die Musik schon vor dem Dreh hat, eigentlich interessant. Das hat auch Morricone oft gemacht, mit Leone, dass am Set seine Musik gespielt wurde. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was das für ein erhabenes Gefühl ist für die Schauspieler, wenn dann plötzlich so ein Crescendo kommt und die Musik dann diese Morricone-typischen Höhen erreicht. Also das ist ja eigentlich schon sehr schön. Da braucht man natürlich dann auch das gewisse Händchen dafür, dass man die Stimmung des Films schon nur anhand vom geschriebenen Wort einfängt. Es ist auch gut, weil man dann auch mehr Zeit zur Verfügung hat, auch in sich zu gehen und Leitmotive zu finden. Gerade bei Produktionen, die dann eine Deadline haben, haben es Komponistinnen und Komponisten oft schwer, weil sie dann den Rohschnitt und müssen dann in ein paar Wochen schon die Vertonung fertig haben. Wenn man da schon Vorarbeit leisten kann, ist das natürlich förderlich. Hans Zimmer hat ja mal gesagt, dass er da wochenlang sitzt und probiert, eine Melodie zu finden und irgendwann funktioniert es, wenn er Glück hat. aber noch kurz auf Hans Zimmer zu kommen. Du hast vorhin gesagt, dass er so ein bisschen so der Startpunkt für dich war, die erste Inspiration. Hat sich das Verhältnis zu ihm verändert? Was denkst du heute über ihn? Ich habe andere Komponistinnen und Komponisten kennengelernt, mich von denen auch inspirieren lassen. Ich finde diesen Innovationsgeist von Hans Zimmer super. Der heutige Hans Zimmer ist nicht der gleiche wie der frühere Hans Zimmer. Rain Man ist ganz anders als King Arthur, King Arthur oder Da Vinci Code und dann Interstellar, da wieder auch die Orgel. Inwiefern anders? Wenn wir uns schauen, zum Beispiel Interstellar ist minimalistischer. Es hat viel mehr so Flächen, so Pads. King Arthur und Da Vinci Code und König der Löwen auch teilweise ist sehr epischer mit Chor und Fanfaren und sehr klassisch auch. Während dann Rain Man dann wieder eher mehr elektronisch ist. Also Hans Zimmer kommt eigentlich eher von der elektronischen, er war auch damals Keyboarder in einer Band. Ich finde das spannend, dass er sich so gewandelt hat, dass er immer wieder Neues versucht auszuprobieren. Ich bin ein größerer Fan von den klassischen Themen von ihm, von den Stücken wie König der Löwen. Ja, also, ich finde, er hat einige wirklich sehr gute Soundtracks gemacht. Aber ich finde, oft übertreibt er es halt mit dieser Epik. Und da wird dann halt in jede Szene zugekleistert. Also ich meine, ich glaube, sein Name steht wie kein anderer auch heute für epische Filmmusik. Also er und seine Komponistenarmee, die er da in L.A. Geschart hat. Aber ich finde ihn eben gerade interessant, wenn er sich ein bisschen zurücknimmt, wie in Interstellar. Wenn er sagt, er geht auf einfachere Melodien und dann den bewussten Einsatz von einem Instrument, wie die Orgel da in dem Fall. Was ja auch wieder vielleicht eine Ähnlichkeit zu Malick ist, der auch für das Universum, für dieses Große, was wir eigentlich gar nicht fassen können, die Orgel nimmt. Ja. Das Bach-Instrument auch ein bisschen vielleicht. Ja, die Orgel. Also ich habe selber ein bisschen Orgel gespielt in der Kirche. Auch wenn ich kein guter Organist bin, das muss ich zugeben. Aber es hat schon was, wenn man sich da hinsetzt und so ein mächtiges Instrument spielt, das dann die ganze Halle einnimmt und es ist einfach alles wunderbar. Erfüllt von erfüllend, Musik. Ja. Ja. Du hast ja vor allem Filmmusik geschrieben. Ich weiß auch, dass du einige, sage ich mal, klassische Stücke geschrieben hast. Bist du da offen für verschiedene musikalische Richtungen oder würdest du dich gern spezialisieren? Ich würde mich jetzt gern wieder auf Klaviermusik spezialisieren.
auch weil Klavier mein Hauptinstrument ist. Ich habe auch Klavier studiert und Klavier war für mich immer das Hauptinstrument. So Klavier und Streicher würde ich mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren drauf. Und natürlich aber auch neue Sachen ausprobieren. Mit elektronischer Musik auch, klassisch, aber spezialisieren jetzt auf Klavier. Es ist wahrscheinlich für einen Komponisten, der anfängt, der jetzt noch nicht also die Möglichkeit hat, auf ein Orchester zurückzugreifen, dann wahrscheinlich eigentlich auch ein guter Kompromiss, denke ich. Ja, ich habe kein Orchester. Ne? Dafür reicht mein Budget zurzeit nicht aus. Ja, gut, aber das ist ja auch gar nicht so. Also selbst bei Produktionen, wo man denken würde, dass da das Budget da wäre für ein Orchester, reicht es manchmal auch nicht. Also ich denke zum Beispiel an den wirklich fantastischen Soundtrack von Oldboy, dem südkoreanischen Film, der auch sehr klassisch ist, wo aber auch nur eine kleine Streichergruppe da war, weil nicht das Geld da war für ein richtiges Orchester. Und da wird vielleicht jetzt wird so ein bisschen da eingespart, gerade auch, weil viel vielleicht auch über die elektronische Musik geht oder wie es ja auch bei Emily war, dass im Grunde alle Instrumente aus dem Computer kamen. Ich glaube, als Oberschüler können wir uns nicht ein großes Orchester. Ja, aber das Orchester des Gymnasiums vielleicht, da hätte man was erfahren können. Ja gut, ich weiß nicht, auf welchem Niveau die gespielt haben, aber das hätte man sich überlegen können, stimmt. Hast du gerade irgendwas in Aussicht? Woran arbeitest du gerade musikalisch? Zurzeit, ich habe jetzt ein neues Keyboard gekauft, ein sehr gutes. Und da will ich mich jetzt eben, wie gesagt, auf Klaviermusik. Ich habe vor, ein Klavieralbum herauszugeben, wo ich habe schon ein paar Stücke schon komponiert, die sind schon fertig. Aber so ein Album, so 13, 14 Tracks will ich schon haben. Da muss ich noch ein paar. Gibt es da ein übergreifendes Thema? Nein, also ich habe angefangen, so eine Komposition ist inspiriert von der Stadt Wien. Eine andere Komposition ist inspiriert von Träumen. So Dreamings heißt es. Dreamings 2.0 heißt es, weil es eine erste Version gibt. Aber andere Stücke, da lasse ich mich jetzt einfach inspirieren. Also über den Sommer. Ich glaube, im Sommer kann ich dann viel Zeit da investieren. Und natürlich, wenn sich ein Film ergibt, dann würde ich auch gern mal wieder einen Film vertonen. Ja. Mhm. Stichwort Inspiration und über den Sommer. Ich meine, einerseits Musik wird dich wahrscheinlich inspirieren, wie du auch gesagt hast. Was inspiriert dich noch? Also ich kann zum Beispiel sagen, beim Schreiben, je mehr in meinem Leben passiert, je mehr ich erlebe, je mehr ich unternehme, desto mehr irgendwie habe ich auch Inspirationen und Gedanken, die ich verarbeiten möchte. Wie ist das bei dir mit der Musik? Ja, Sprache, also Literatur inspiriert mich sehr. Wir haben ja auch beide Poetry Slam gemacht, kennen uns da schon aus. Und ich finde, Sprache ist so eine Symbiose. Also Musik inspiriert Literatur, finde ich. Vor allem Poesie, wegen dem Rhythmus, weil es so musikalisch auch ist. Aber gleichzeitig wird die Musik von der Literatur inspiriert. Das sind zwei für mich sehr eng verwandte Kunstgattungen. Also auch natürlich auch Malerei und Bildhauerei. Ich finde, es ist schön, auch interdisziplinär zu arbeiten. Ich habe oft Songs geschrieben. Wir haben auch ein Lied vertont, ein Gedicht von dir vertont für den Film Emily. Dieses Zusammenspiel von Literatur und Musik finde ich sehr spannend. Und da lasse ich mich natürlich auch gerne inspirieren, wenn ich ein Gedicht schreibe oder so, dass ich dazu vielleicht die Musik schreibe. Es gibt viele Beispiele für Komponistinnen und Komponisten, die Gedichte vertont haben. Also Erlkönig oder das ist natürlich, das zieht sich immer durch die Musikgeschichte durch, dass Literatur Musik inspiriert hat und umgekehrt. Und würdest du auch mal beispielsweise ein Musical oder eine Oper schreiben wollen, wenn man schon davon spricht, dass man die beiden Kunstformen so vereint? Eine Oper wäre echt, wär ein großes Projekt.
Aber das wäre natürlich extrem spannend. So eine moderne Oper im Stile von Hamilton. Mhm. Lin-Manuel Miranda. Ich bin großer Fan von Hamilton, habe es mir jetzt gerade erstmal angeschaut. Was er da geschaffen hat, das ist... Und das würdest du als Oper bezeichnen, nicht als Musical? Das würde ich als Musical bezeichnen, okay. Natürlich. Als Rap-Musical wird man ja bezeichnen. Also Musical und Oper sind sich sehr verwandt, finde ich. Mhm. Aber natürlich zwei sehr unterschiedliche Sachen dann auch wieder. Ich würde das auf jeden Fall gerne mal machen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Würdest du ein Musical schreiben? Drehen? Ja, also ich habe tatsächlich ein Faible für Musical-Filme. Okay. Also La La Land? Zum Beispiel, ja, das war irgendwie ganz schön, einen solchen Film in der jetzigen Zeit wieder mal zu sehen. Ja. Aber vor allem so die alten amerikanischen Musicals oder auch die französischen aus den 50er und 60er Jahren, so die Regenschirme von Cherbourg oder Singing in the Rain oder sowas. Das finde ich sehr schön. Natürlich ist ein Musical in gewisser Weise eine sehr manipulative Art, die Realität zu verlassen. Man also denke an die Disney-Filme, wo Disney dann Musik kommt. Wir können natürlich ein Lied davon singen und das sind hervorragende Beispiele, wenn es darum geht, eben Manipulation und mit Hilfe von Musik. Und natürlich, Musicals sind ja tendenziell viel gut. Es ist eine viel gut Kunst. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel das fantastische Musical Dance in the Dark von Lars von Trier. Mhm. Das ist ein Film, ein Musical-Film. Und der wahrscheinlich deprimierendste, den es überhaupt gibt. Ich kann mir vorstellen, dass Lars von Trier keine Feel-Good-Filme macht oder Musicals macht. Das Musical. Da gibt es auch kein Happy End. Aber ich glaube, das wäre so der Ansatzpunkt, dass man sagt, man denkt das Konzept ein bisschen neu und schaut, was man noch alles rausholen kann, was sich außerhalb von diesem klassischen Musical bewegt. Aber es wäre sicher ein interessantes Format. Mhm. Ich glaube, da könnte man auch ganz was Neues ausprobieren. Also versuchen, eben diesen Feel-Good-Charakter wegzunehmen und indem man auch experimentiert, surreale Elemente, die vierte Wand durchbricht und das Publikum dann anspricht. Da kann man, glaube ich, viel ausprobieren. Ja. Musikalisch auch. Es muss nicht harmonisch sein, es kann auch dissonant und schräg klingen. Experimentierfreudig. Ja, wie viel Lust hast du am Experiment? Sehr viel Lust. Ja, aber auch so mit, ich sag mal, Instrumenten, die vielleicht gar keine sind. Oder Instrumenten, die in einem bestimmten Genre nicht üblich sind. Ist das etwas, was dich interessiert? Also ich denke da zum Beispiel an auch wieder Morricone, der plötzlich E-Gitarren verwendet hat in seinen Soundtracks, was damals sehr ungewöhnlich war. Mhm. Ist das ein Feld, was dich auch anspricht, dass du sagst, okay, du probierst mal etwas aus, was bisher noch keiner gemacht hat, was immer schwierig ist, aber... Ich bin da zwiegespalten. Einerseits will ich natürlich ganz was Neues ausprobieren, experimentieren, also das mache ich immer wieder sehr gerne. Dann wiederum sage ich, okay, oft ist es auch gut, auf Nummer sicher zu gehen. Und das verwenden, das schon funktioniert. Aber grundsätzlich habe ich schon einen Drang, Neues auszuprobieren. Mhm. Sonst geht ja nichts weiter. Ist also auch ein Anspruch, was weiterzubringen? Ja klar. Also ich finde, jede Künstlerin hat auch in sich, glaube ich, einen Anspruch, etwas zur Kunstgeschichte beizutragen. Das Gefühl habe ich nicht, aber okay. Also ich denke viele, aber ich finde auch ganz oft habe ich das Gefühl, die betreiben ihre Kunst, dass sie, also ja, sie wollen irgendwas äußern, aber sie haben nicht den Anspruch, dass das jetzt bleibt oder dass das einen größeren Einfluss hat, was ich immer etwas schade finde. Mhm. Aber natürlich, also du sagst, oft ist der finanzielle, monetäre Charakter im Vordergrund. Zum Beispiel, ja. Oder auch einfach der Wunsch zu gefallen. Ja. Ich finde natürlich, jeder will gefallen, aber... Ja, das ist ja auch eine Illusion. Es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen nicht gefallen, aber am Ende des Tages will es dann doch jeder. Mhm. Also ich glaube, keiner wird auf Dauer glücklich, wenn er nur nicht gefällt. Deswegen, ja, aber das ist, glaube ich, so eine Lüge, die sich hält einfach. Ich glaube, das Beste für eine Künstlerin, einen Künstler ist, gar keinen Anspruch zu haben, ob man jetzt gefällt oder nicht gefällt. Einfach sagen, okay, ich mache Kunst,
weil ich Kunst machen will. Und mir ist egal, ob das jetzt den Leuten gefällt oder nicht. Es ist ein künstlerisches Produkt. Es erzeugt Gefühle oder auch Nicht-Gefühle im Zuschauer, bei der Zuschauerin. Aber ich habe jetzt keinen Anspruch damit, irgendwie Gefälligkeiten. Ja, das wäre der Idealfall, glaube ich. Hm. Weil das ist dann der freieste aller Künstler, der überhaupt nicht. Aber das ist ja auch so eine Sache. Ich habe das Gefühl, oft wird darauf hingewiesen, man soll ja auch das Publikum mitdenken, beim Schreiben beispielsweise. Was ich ablehne, weil sobald ich an ein Publikum denke, dann ist es ja nicht mehr die Vision, die ich zu Papier bringen möchte. Dann denke ich schon, oh, könnte das gefallen, könnte das nicht gefallen. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, in erster Linie nur das zu schreiben, was man selbst da vermitteln will. Und danach kann man ja schauen, wie könnte das ankommen. Mhm. Aber vielleicht ist es bei der Filmmusik anders, weil du ja schon eben das beabsichtigst mit einer bestimmten Klangfarbe zum Beispiel. Du sagst, es soll jetzt traurig sein. und du hörst dir das an und denkst dir, was spüre ich? Also was könnten andere spüren bei dieser Musik? Mhm. Es ist halt so, Filmmusik, ich weiß dann auch schon, dass Filmmusik eine gewisse Funktion zu erfüllen hat. Im Gegensatz zu Kompositionen, die ich nicht für Film schreibe. Mhm. Ich weiß, dass Filmmusik primär nicht nur angehört wird, weil die Leute jetzt gerade joggen gehen und etwas als Playlist brauchen, sondern weil es eine Funktion für den Film erfüllt. Das hilft mir vielleicht dabei zu sagen, okay, mir ist jetzt egal, ob es den Leuten gefällt, es muss einfach eine Funktion erfüllen. Da bin ich vielleicht in der Hinsicht ein bisschen freier beim Komponieren. Während, wenn du Kompositionen so komponierst, zum reinen Zuhören, ist vielleicht dieser Drang auch zu gefallen ein bisschen da. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, diese Einstellung, dass du sagst, Filmmusik hat eine Funktion, das ist, glaube ich, eine Einstellung, die sehr gut ankommt bei Regisseuren und vor allem bei Produzenten. Weil die haben dann ein bisschen die Gewissheit, dass der Komponist schon sich darüber im Klaren ist, dass er hier nicht die Ego-Tour fahren soll, nicht zu sehr, sondern sich in den Dienst der Sache stellt. Ja klar, jetzt, also, so ein Soldat soll man jetzt auch nicht sein, wenn er da einfach die Befehle ausführt. Und ein bisschen Eigenständigkeit ist so gut. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, der Regisseur pflegt das zu machen. Ja, jeder in einer Filmcrew weiß, dass er auch ein Teil eines großen Ganzen ist. Sonst es ist ja ein Gesamtkunstwerk, an dem ganz viele Menschen beteiligt sind. Und jeder kann sich dann auch bewusst sein, okay, was ist mein Teil an diesem Kunstwerk, an diesem Gesamtkunstwerk. Wobei ich dann auch natürlich meine Eigenständigkeit auch immer wieder betonen will. Ja. Also es ist ja auch wichtig, dass man wenn man sich dann irgendwann deine Werke anhört, dass man einen Stil erkennt. Dass man sagt, das ist eine Lavoriero-Komposition. Ja. Oder ist das? Ich frage nicht, aber. Ja, klar. Also, ich habe meinen Stil, würde ich mal sagen. Der ist jetzt nicht komplett ganz es ist auch unterschiedlich, also von Film zu Film. Also, nicht jeder Film ist gleich vertont. Aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Stil gibt, ja. Ob man ihn jetzt dann erkennen kann oder nicht, das. Ja, das ist natürlich ist schwierig. Ist es bei dir sehr schwierig? Versuchst du auch zu sagen, okay, das ist ein Waldbootfilm? Das wäre erstrebenswert. Erstrebenswert, okay. So weit bin ich lang noch nicht, aber das wäre natürlich erstrebenswert, dass man das so direkt schon allein anhand der Bilder sieht. Schon an einem Screenshot sieht, ja. Okay, das ist. Ich meine, es gibt Regisseure, bei denen funktioniert das. Ja. Da sieht man das einfach. Das hängt dann natürlich auch oft mit den gewissen Schauspielern zusammen, die da vielleicht immer wieder auftauchen in den Filmen. Aber auch eben wie ein Bild kadriert ist. Und da gilt es eben so ein bisschen den eigenen Stil zu erarbeiten. Ich glaube, das ist einfach auch eine Sache der Übung. Mhm. Je mehr man macht, dann irgendwann kommt das. Und jetzt fällt mir eben ein, es gibt Instrumente, die ich immer wieder verwende, wie genau wie du vielleicht Schauspieler immer wieder verwendest, verwende ich halt immer wieder. Was wären das für Instrumente? Ja, die Orgel verwende ich ganz gern. Klavier immer.
Ich glaube, es gibt keine Filmmusik ohne Klavier, weil es natürlich mein Instrument ist. Was verwende ich sonst noch? Natürlich Streicher. Einen Chor vielleicht? Chor ist auch immer dabei, ja, im Hintergrund manchmal. Und ja, also das wären so Elemente, die ich immer wieder verwende, ja. Mhm. Interessant. Ja, ich möchte mit einer kleinen Anekdote beenden. Mhm. Alfred Hitchcock hatte ja seinen Stammkomponisten Bernard Herrmann. Und bei einem Film fragte Hitchcock dann ganz kritisch, die Szene spielt auf dem offenen Meer, wir sind in einem Boot. Wir können da keine Musik verwenden, wo kommt die Musik denn her? Und dann sagte Herrmann ganz treffend, vom gleichen Ort, wo auch ihre Kamera steht. Und ich glaube, das ist ganz schön, also dass man kann realistische Filme machen, aber ich denke, man sollte auch das Geschenk, das die Musik ist, nutzen, auch für den Film und das Potenzial auch ausschöpfen, was die Musik hat, die dann eben wie die Kamera, wie das Licht, wie die Schauspieler ein weiterer Protagonist in einem Film ist. Mhm. Ja, gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich, dass du da warst. Danke dir für die Einladung, für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Es war mir eine Freude. Wir bedanken uns auch bei den Zuschauern fürs Zusehen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Thank you.